Moin Leute und willkommen zur neuen Folge Giant Machines 2017. Wir sind hier, ja, bei unserer nächsten Aufgabe und wir sollen was in den Muldenkibber da hinten und wir sind bei der Marsa. Cool. Und jetzt müsste mein Controller wieder funktionieren. Damit ich so ein Ding auch mit dem Controller fahren darf. Haha. Alles klar. Handbremse? Wo ist die Handbremse? Ich muss das erstmal alles neu lernen. In der, keine Ahnung, wievielsten Mission. Außentastatur fährst du aber schneller, obwohl, ne, jetzt kommt er. Und diese Straßen sind echt nicht gedacht, um da mit solchen Muldenkippern drüber zu fahren. Aber da wir eh immer alleine sind, immer und überall. Hallo? Warum fährst du nicht? Mein Controller geht doch nicht. Das kann doch nicht angehen. Ist auch noch mein Controller kaputt oder was? Warum geht das auf einmal nicht mehr? Warum fährt er 100 Meter und dann... Verstehe ich nicht. Jetzt geht's wieder. Oder hat das Spiel nicht so gerne Xbox-Controller oder was? Weil es fährt ja sogar über 40. Mit Controller. Hä? Ja, Leute, manchmal steckt man nicht drin in der Technik. Das kommt aber auch, wenn man hier nichts einstellen kann in dem Spiel. So. Da soll der Scheiß rein. Alles klar. Oh. Die Kamera dreht sich auch alleine. Okay. Aber wie stelle ich die Kamera nochmal? Ach ja. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Wie lade ich ab? Anhänger nach oben. Alles klar. Was für einer jetzt? Technicians have just received the final missing materials required to create the orbital docking system. Stop in the unloading area and wait for the component. Okay. Nee. Warum mache ich Motor aus, wenn der Druck zu hoch ist? Wenn ich nach unten drücken muss, um Druck abzulassen. Wo muss ich? Ah, da. Alles klar. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Läuft. Bring the last part to the shuttle assembly facility. Okay. Das letzte Teil.
So. Und das ist richtig so, ja. Das Teil sieht sehr teuer aus und empfindlich. Und das wird da einfach so reingeschmissen. Läuft. Wir sind ja immerhin bei der Maser. Da geht das. Da kann man das machen. Aber verstehen tue ich es nicht. Werde ich am Ende auch noch Astronaut? Ich mache eh schon alles hier alleine. Ich bin so ein Schaufelradbagger gefahren, Muldenkipper, riesige Bagger, riesige Bulldozer. So ein riesiges Ding, womit man schneiden konnte, die Baumstämme schneiden konnte. Alles musste ich alleine machen. Da will ich auch die Rakete fliegen hier am Ende, bei der MASA. Gibt es doch bestimmt irgendwo eine Rakete, die ich fliegen darf. Oder macht die Maser nichts mit Raketen? Komisch. Warum jetzt der Controller ohne Probleme funktioniert und eben nicht? Verstehe ich nicht. Oh Gott. Oh, da ist das Space Shuttle schon. Alles klar, ich sag doch, hier gibt's eine Rakete. Boah, darf ich jetzt das Space Shuttle fahren? Geil. Geil! Space Shuttle fahren macht Spaß bestimmt. Well, alright. Okay, wir machen müssen, ist die Überführung von WAP ins Hauptgebäude. Alles klar. Oh, der Muldenkipper und so ist schon weg. Ich dachte, ich muss noch abladen mit dem Kran. Kann ich eigentlich irgendwie sprinten oder? Oh ja, wenn ich Gas gebe. X hineingehen. Motor starten. Handbremse? Ach ja. Oh, nicht, dass du runterfällst, ne? Du bist doch bestimmt festgemacht, oder? Wow. Oh Gott, kannst du das? Sehr gut. Ich will nichts kaputt machen. Wow. 25, immerhin. Gedacht, so schnell wird das Ding nicht mal. Und es erreicht sogar 30. Wow. Okay, aber beim Lenken wird es natürlich langsamer. Into Space. Da ist ein Poke-Dings drauf. Ein Elektroball oder so. Oder was soll das sein für ein Zeichen? Links oder rechts? Wir fahren hier rechts. Modus Treiber. Alles klar. Oh, ich glaube rechts rum war richtig. Haha. So. Nein! Was ist hier schon wieder los? Controller! Fahr! Oder liegt das daran, weil es hier bergauf geht oder was? Oder wie? Oder wo? Nee, geht's ja nicht. Rückwärts rein, alles klar. Vorsichtig.
Nee. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Sehr gut. Platform won't be ready if we leave the shuttle without booster rockets. To attach them, we need a crane. Brauchen wir einen Kran? Ja, alles klar. Wir setzen uns wieder in unser tolles kleines. Jo, ich kann es beiseite schieben. Geil. Hineingehen. Und losfahren. Dürfen wir hier lang fahren? Das wäre sehr nett. Und da ist schon unser Kranplatz. Alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Oh, Kontrolle, das war ganz angenehm. Kann ich überhaupt nicht rauszoomen jetzt? Dann geht das, ne? Hiermit auch, ne? Ach so, weil sich das manchmal anscheinend auch. Oh, ich glaube, ich habe mich verfahren. Da sitzt ja gar keiner drin im Fahrzeug. Und hier ist Ende. Scheiße. Okay. Wer fällt ein? Das gönnen wir uns. Hoppala. Tüdü. Ich bin Maser-Mitarbeiter, ich darf das. Okay, man kann sich ja auch erstmal verfahren. Aber jetzt scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. Was suchen wir? Einen Kran, ne? Mobilkran? Ja, alles klar. Guck mal, ich habe einen Kran gefunden. Ganz ohne Umwege. Direkt beim ersten Mal. Tü-tü-tü. Hui. Motor aus. Aussteigen. Und Motor an. Handbremse. Kamera. Warum? Alles klar, jetzt weiß ich, wann das ist. Ich darf nicht so mit meinem Knie wackeln. Und dann komme ich nicht gegen meine Maus, beziehungsweise alles klar. Und dann müsste eigentlich das alles so funktionieren. Erreiche WAP. Alles klar. Wir erreichen WAP. Ach man, Leute, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Wir kennen das alles schon. Wir sind schon mal Mobilkran gefahren. Irgendwie wiederholt sich hier alles. Wow, wow, wow. Das ja driften kann, ist neu. Nicht schlecht. Was müssen wir denn jetzt mit dem Mobilkran da noch? Ach stimmt, stand ja. Trägerraketen. Ja, wo man soll auch wissen, dass man hier links abbiegen soll. Ja, wohl jeder andere auch gerade was weitergefahren. Wie rum? So rum. Joa. 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 Joa.
Alles klar. The crane operates in optimal conditions from this spot. Enter the operating cabin and unfold the crane. Das machen wir aber in der nächsten Folge, Leute. Diese hier geht schon über 15 Minuten und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.